Hallo, herzlich willkommen. Ich habe heute meinen Kameramann Sandro bei. Das ist ganz verrückt. Aber ja. Das ist wirklich eine Ehre, die mir jetzt zuteil wird. Ich will nur ganz kurz hier im Bullhaus. Hier findet der Neujahrscup statt. Heute 27. spiele ich 2 Starts. Sandro wird da ein bisschen filmen, hat er sich zu bereit erklärt. Das genau. Ist quasi auch YouTube-Nachwuchs. Ja. Also schon mal, ich verlinke das hier mal kurz und schreibe was rein vielleicht. Danke. Und dann schon mal abonnieren, ne? Ja. Da kommt bald was. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich auf der Bahn wieder. Ne? Bis gleich. Ich versuche das möglichst schnell zusammenzuschneiden, deswegen wird es vielleicht nicht so anspruchsvoll wie sonst. Aber ich versuche schnell da ein bisschen Material in die Bahn zu bringen. Gehen wir schon hin. Klar. Erstes Spiel Timo 189. Im letzten Einzel bin verballert. Wir springen mal kurz vor auf den 28.12., wo Sandro und ein paar andere Freaks mit eingestiegen sind. Ich kam auf die Bahn, erstmal nichts Besonderes, Sandro vierfach. Jetzt sieht man, Kamera ist draußen, da kommt der Siebenfache. Hat sich ein absolut geltendes Duell geliefert mit Liefen Star auf einer Bahn. Erstes Spiel 2,59 zu 2,58 für Liefen, den wir hier sehen jetzt. Auch mit, wie immer, wunderschönen Wurfstil. Auch sehr gute Serie gehabt an dem Tag, aber Sandro war quasi nicht zu stoppen. Und ich überlasse euch mal wieder den Bildern. Das ist 17. 17. 17. War ein bisschen lucky, oder? War der letzte schon, aber der Rest war gut. Ich bin ein bisschen nervös. Erstmal wieder zurück bei meiner Serie der Normalsterblichen. Bei mir lief es irgendwie durchwachsen. Eigentlich teilweise ganz gute Linie gehabt. Dann aber unterm Strich zu viele Spares nicht gemacht auf jeden Fall. Und ich hatte wirklich sehr viele Splits an dem Tag. Ich glaube, ich hatte 5x7-10 in der rechten Gasse. Und da kam natürlich keine so gute Serie zustande wie bei Sandro. Da springen wir natürlich demnächst nochmal hin. Wer Social Media ein bisschen verfolgt hat, der weiß,
das war nicht die einzige 300, die wir da sehen werden. Da kommt noch mal was. Jawohl! Drittes Spiel von Timo, 179 für 540 glatt. Eieiei. Mal gucken. Drei Spiele noch. Schauen wir mal. Von Timo 170 für 710. Ich denke, langsam geht es in Richtung zweite Serie konzentrieren. Schwierig bisher. Ja, Sandro hat es gesagt, schwierig bisher. Eigentlich ein sauberes Spiel, zwei Splits drin. Und so kommt man sich nicht auf Ergebnisse, wo man da keine Strike bekommt. Deswegen springen wir hier gerade wieder auf den Lauf des 28. Hier sehen wir mal Muggel, der angeschlagen war, aber gekämpft hat. Und dann werden wir gleich nochmal sehen, wie sich der Sandro schlägt. Wir schalten hier mal kurz in das Fiona Lindemann Spotlight. 14 Jahre alt, im Nachwuchs-Nationalkader, spielt jetzt schon mehr Tempo und Umdrehung als ich. Also absolute Hoffnung für den Damen-Nachwuchs und toll zu sehen, dass da auch talentierte Leute nachkommen. We'll be right back.
Sandro hat schon wieder die Fanta. Und da ist die neue. Wie kann man so sein, Sandro? Das ist wirklich ekelhaft, ist das, Mann. Das ist wirklich gestört. Das macht einfach keinen Spaß. Irgendwie Déjà-vu. Wir haben schon wieder die Front 11 von Sandro. Chance auf die zweite 300 des Tages. Und da ist sie! Zack! Ich hätte gedacht, du hast die Weltmeisterschaft gut aus dem Spiel gehört. Du bist ein kranker Kerl. Was ist denn mit dir nicht? Wie kann man so sein? Ey, geil. Ich gehe davon aus, es ist das erste Mal, dass du 200 an einem Tag hast. Ja. Ja, auf jeden Fall. Glückwunsch. Dankeschön. So, vier Spiele sind gespielt. Timo mit 710, wie wir es gerade schon gesehen haben. Ein paar Problemchen. Timo, wie ist es bisher? Komm mal her hier. Ich komm mal her? Ich pack mich mal hier rein? Ja, wie ist es so bisher für dich? Ja. Schwierig auf jeden Fall. Mhm. Ich hab noch nicht so richtig eine Linie, sag ich mal. Einer meinte von außen lang, da passiert gar nichts. Das nee, außen, ich glaube außen. Muss wahrscheinlich, wenn enger vor die Gasse spielen. Ne? Ja, also für mich ist also auch. Zwischendurch der absolut sah ganz gut aus. Ja, ja. Der ja, kommt halt sehr eckig dann hinten raus. Ist ein bisschen schwerer kontrollierbar. Ja, du wenn er gut kommt, dann funktioniert er. Ja, du hast vorhin dann auch mal den Hustle USA probiert. Ja, der Solid Ball hat einfach gar nicht die Bahn gelesen irgendwie. Das war ganz komisch. Müssen wir mal schauen. Das ist es nicht. Wahrscheinlich eher Pearl. Ja, ich jetzt nochmal Pearl, ja. Genau. Hab den Highroad Ball. Ja. Kann ich durch? Ja. Ja, genau. Probier nochmal den Highroad. Ja. Denn ich habe jetzt nicht mehr so richtig Lust auf die nächste Serie, aber, ja, aber auf jetzt, die werde ich mich jetzt nochmal vorbereiten. Genau. Quasi, also die ist jetzt eh gelaufen. Sag genau, ich mal. Richtig. Jetzt kann ich noch zwei Spiele testen. Konzentrieren auf die nächste Serie, genau. So machen wir das. Ja. Und dann schauen wir mal. Ich habe ein bisschen Mitleid mit Sandro, dass er das hier durchstehen muss. Ach Quatsch, nee, ist geil, Mann. Es macht Spaß. Timo wird bestimmt was Schönes zaubern. Ein bisschen was zusammencutten, mal sehen. Wie ich daraus was zaubern soll, weiß ich noch nicht. Und die nächste, nee, die nächste Serie, die wird es dann einfach. Die ist es. Deswegen einfach okay. Immer jetzt nochmal ein bisschen Plan Ausfall, entwickeln. Genau. 35 km/h mit dich rein. So machen wir das. Und wir sehen uns gleich. So, Spiel 5, 219. Die Einzelpins sind halt noch nicht so ganz. Aber mal ein paar gute Zweige dazwischen. Das war gut. Spiel 929. Übrigens kriegt Timo pro Spiel 12 in Serie. Macht 72 auf die Serie. Genau, macht 72 auf die Serie. Also sind wir gerade im Bereich von Even ungefähr. Gucken wir mal, was das letzte noch bringt. Und dann haben wir zur Not noch eine Serie danach. So, letztes Spiel, 161, schwierig. Ich bräuchte 1090 Platz plus 72. 62. Ja, das freut mich. Naja, das wird wohl noch ein Start. Schauen wir mal. Was mir gerade so durch den Kopf gegangen ist, was ist eigentlich euer Lieblingsobst? Könnt ihr das mal in die Kommentare schreiben? Würde mich interessieren. Sandro hätte nie eine Kamera in die Hand bekommen. Nee. So, Timo, wir sind vor dem zweiten Start. Was sind deine Erkenntnisse aus dem ersten Start? Was ist der Gameplan? Meine Erkenntnisse sind, dass ich ein zu schlechter Bowler bin, auf jeden Fall. Meine Anpassung nicht passen. Ach, Quatsch. Nee, aber ich werde jetzt versuchen, meine Linie so komplett nach innen zu verlegen. So zwei Leisten vielleicht, zwei Leisten mit den Füßen, zwei Leisten mit den Augen. Ja. Und dann so ein bisschen mittiger zu spielen. Hinten raus der IQ, das könnte funktionieren, so eine Direktlinie, muss ich ein bisschen genauer spielen. Das ist jetzt nicht so mein Ding, aber das funktioniert dann, wenn er kommt. Ja.
Ja, und ansonsten, vielleicht jetzt auch alles komplett anders. Und kann immer sein. Weiß ich nicht. Kann immer sein. Aber und vielleicht nochmal ein paar Sekunden mehr Zeit nehmen bei den Räumern und dann kriegen wir das schon hin. Das war auch der Weltmeistertipp, ja. Mein Räumspiel in den letzten drei Spielen war okay. Das stimmt, das war gut. Das stimmt. Ja. Ein paar Splits waren dazwischen. Ich bräuchte halt ein paar Strikes mehr. Ja. Versuchen wir das mal. Mal sehen, wir melden uns gleich. Hey! Quatsch mir nicht voll hier, ich muss aufnehmen, Mann. Ihr Pisser. Zack. So, erstes Spiel 222. Das gibt wohl einen Schnaps. Das gibt wohl einen Schnaps. Guter Start in die Serie. Mal schauen, was wir jetzt noch machen. Oh yes, Timo! Jawohl! Wichtiger Strike. Zack! Jawohl! Schade. So, zweites Spiel, 180. Zwischendurch ein bisschen Probleme gehabt. Gutes Finish hinten raus, 180 ist in Ordnung. 402 nach 2, damit kann man arbeiten. Jetzt Bahnwechsel. So, Spiel 3, 200. Ein Auf und Ab. Achterbahnfahrt der Gefühle. Die Einzelpins, die waren wieder schwierig unterwegs. Die haben sich bewegt, glaube ich. Aber Strikes waren da, 200 für 602. Nehmen wir, weitermachen. Timo, guck mal, wo bist du? Da bist du, weitermachen. Ja. Oh yeah! Oh, bleib doch drauf! Dann kommt er auch! So, Spiel 4 unglücklich zum Ende in 7-0. Schwierig. Sonst echt schade das Spiel. Gutes qualitatives Spiel im dritten einmal 7-10 und im siebten nach dem Strike einmal so ein Verschieber. Der Vierer hat ihn nach rechts verschoben. Vielleicht zum möglichen Double. Also 177 für 7,79. Ärgerlich, aber alles noch drin. Letzte zwei Spiele folgen auf Bahn 11 und 12. So, Spiel 5. Ich glaube, wir haben unser emotionales Tagestief erreicht. Schwieriger Bahnwechsel, kein Carry mehr. Die Kraft lässt nach. Langsam ein bisschen nach einem langen Tag. 918. Mal gucken, was im letzten Mal ist. Schwieriges Spiel. Aber die Scores sind insgesamt hier sehr tief gerade auf der Halle. Wird nicht einfacher hinten raus. Genau der Punkt ist es nicht. So, emotionales Zwischentief überwunden. 219 für 11,37 plus 72. Naja, 1209 müsste das sein. 1209. Das muss Frank erstmal holen, genau. Okay, wir sehen uns gleich zum Fazit. Tschüss! Ich schalte euch ganz zum Fazit, sondern nochmal in die Sandro-Serie. Denn tatsächlich war für Liebenstar da noch ein 3-3 drin, weil man jetzt nur die Spieler nicht betrachtet. Dann hat er 2-300 gewonnen, mit der 2-14 glaube ich. Und die anderen Spiele gingen mit 2,59 und 2,89 an Liefen. Und die haben sich hier nochmal ein packendes Duell im letzten Spiel geliefert. Das war absolut geil anzusehen. Ich hoffe, das kommt hier so halbwegs im Video rüber, deswegen lasse ich euch damit auch wieder allein. Ja!
Alter, so wichtig, Alter. Das Ding hier wird auf jeden Fall spannend. Du hast nicht im Motor noch, Alter, am Mann. Für dich! Für dich! Der bleibt auf der Kante stehen. Trotzdem eine krasse Serie von Lee Stau. Tut mir leid. 1500. Jetzt gegen Sandro trotzdem. Ich habe mit dem Zehner gerechnet. Was soll denn das machen? Und alle nachfolgenden Leute, nehmt euch was vor, aber keine 1500 oder so. Ja? Ist außergewöhnlich, sehr gut Lauf und Glückwunsch dazu. So, wir sehen uns wieder hier im Bowlhaus. Fazit quasi. Ja. Ja, bei dir ist natürlich geisteskrank, also das habe ich so noch nicht erlebt. Ich auch nicht. Ich bei mir selbst auch noch nicht, auf keinen Fall. Das ist schon mal beruhigend, dass selbst du das nicht so erlebt hast. Ne? Also 2x300 in einer Serie, 1581, das ist schon Wahnsinn, wirklich sehr brutal. Once in a lifetime. Ja. Das stimmt. Das macht meine Serie natürlich noch schlechter. Also ich habe ja gesagt, das ist spielbar. Tut mir leid, Mann. Tut mir echt leid, Alter. Tut mir echt leid. Ja, wahnsinniger Tag. Aber, das war auf jeden Fall geil bei dir, ja. Ey, Wahnsinn. Also hätte ich auch nie gedacht, auch dass, so nehmen, nee, dass ich das mal schaffe. Voll krass. Ja. Du siehst es immer nur in den Staaten, dass Leute irgendwie in einer Serie 2x300 werfen und dann machst du es irgendwann mal selbst. Geil, Mann. Bedeutet mir echt viel. Ja. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Vielen, vielen Dank, Timo. Auch danke. Also jetzt habe ich halt ein Video, ne? Also das kann man jetzt zeigen. Ja, geil. Meinst du, schneide ich jetzt alles raus und ich zeige einfach nur deine Dinger? Ja, so eine Art, ja. Nee, also auf jeden Fall, also von Herzen Glückwunsch. Hast danke, vielen, vielen Dank. Also freut mich sehr für dich. Dankeschön. Da konnte ich wenigstens ein bisschen Content für deinen Vlog. Mal gucken, ob es reicht für einen Vorrundensieg. Also, ja, mal sehen. Besser nicht, weil. Frank ist sauer. Der Fluch des Ersten. Ist schon auf 300. Der Fluch des Ersten, ja. Ja, wollen wir mal schauen. Ja, du wirst es schon machen irgendwie. Ich hoffe, ich bekomme frei am 1., damit ich den Stream machen kann. Und sehen mal, wie sich das weiterentwickelt. Ich drück die Daumen. Bis dahin erstmal. Vielen Dank an dich. Dankeschön. Ja, ebenso. Danke ebenso. Für danke fürs Spiel. Ja, war ein Erlebnis tatsächlich. Ja. Und schreibt mal in die Kommentare, wie ihr es fandet. Ja, und was euer Lieblingsobst ist. Richtig, was ist Lieblingsobst? Ganz wichtig, bitte. Vielen Dank. Ja, bis dann.
Ja, und wir schalten nochmal kurz in die Bilder des letzten Laufs am 28. Und ich möchte die Chance nutzen, mich zu bedanken für das Jahr 2022. War jetzt quasi mein erstes richtiges Jahr auf YouTube, das im März losging mit meinen ersten Livestreams oder Test-Livestreams. Insgesamt jetzt 28 Videos in diesem Jahr gemacht und Streams. Über eine 500.000 Leute wurden genervt mit meinen Thumbnails. So oft wurden die Videos vorgeschlagen. 40.000 Leute haben das Ganze geguckt. Die Videos liefen über 5.000 Stunden lang insgesamt. Hätte mir nie vorgestellt, dass das ja, groß ist für YouTube-Verhältnisse nicht, aber für Bowling schon. Deswegen freue ich mich, dass es da ein bisschen vorangeht, Bowling rausgetragen wird an die Welt. Und ich möchte mich einfach bedanken an die treuen Zuschauer, die mir auch immer Feedback geben. Das ist besonders wichtig. Konstruktives Feedback sorgt dafür, dass die Videos besser werden. Und ich versuchen kann, da Vorschläge mit einzubauen. Fürs nächste Jahr ist auch relativ viel geplant. Ich denke mal, zweimal im Monat wird da so ein Bowling Talk kommen. Das Format gefällt mir persönlich gut. Deswegen werde ich da dranbleiben und ich habe auch schon reichlich Gäste, die sich bereit erklärt haben, da mitzumachen. Hochkaräter auch. Da muss ich nur gucken, wie das mit den Terminen immer klappt. Ja, genau. Genau. Nächster Termin wird sein am 4.1. mit Tobi Bayer. Wieder Nationalspieler, mit dem ich mich rumschlagen muss. Das Video mit Sandro kommt dann Anfang nächster Woche, Mitte nächster Woche. Und morgen dann auch ein Livestream vom Neujahrscup. Deswegen habe ich hier für dieses Video gar nicht so viel Zeit gehabt, wie ich das eigentlich gehabt hätte. Ist jetzt nicht so gut geschnitten, wie ich mir das persönlich vorstellen wollte, aber ich habe einfach aktuell keine Zeit für mehr. Deswegen hoffe ich, das ist so in Ordnung. Ich bedanke mich nochmal und lasse ich nochmal mit den letzten Würfen und ein bisschen Musik alleine. Vielen Dank, kommt gut ins nächste neue Jahr. Gut Holz allerseits, bleibt gesund und bis dann. So kennt man den Ralf Zichter. Hast du aber ein gutes Spiel gemacht, ey. Krass. 1 von 6, ey.